Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer Wochenlegung für euch und zwar die Legung für die Woche vom 5.6.2023. Ich habe folgende Decks verwendet, die Weisheitskarten von Colette Baron-Reit, dann die mystischen Momente von Katrin Welz-Stein, die Seelenmedizin von Lisa Bieritz und für so eine zusätzliche Impulskarte die aufgestiegenen Meisterkarten von Dorin Virtue. Wir schauen jetzt mal, was ist diese Woche wichtig an Themen, was ist für dich bezüglich dieser Themen wichtig und wo wird es hinführen? Und hier haben wir eine zusätzliche Impulskarte. Was ist diese Woche wichtig? Das Elixier des Lebens. Was ist für dich das Elixier des Lebens? Es geht auf jeden Fall um etwas Sinnliches. Sie riecht hier an einer Rose, die Frau, und hat die Augen geschlossen. Das heißt, sie nimmt ganz bewusst wahr. Und dennoch ist das Elixier des Lebens für jeden Jahr selbst zu definieren. Natürlich ist es, kann man sagen, die Atmung. Ohne Atmung können wir nicht leben. Die Sonne. Ohne Sonne können wir nicht leben. Das Wasser. Aber das Elixier des Lebens ist ganz sicher auch die Liebe. Das Elixier des Lebens ist sicher auch ein soziales Leben, Freundschaften, Beziehungen etc. Du kannst für dich mal reinfühlen, was ist dein Elixier des Lebens? Was ist für dich wichtig, um dann dich damit zu beschäftigen und das Ganze zu unterstützen, zu fördern, anzustupsen, Impulse zu geben, wie auch immer. Dann frühere Leben. Wir haben gerade eine Zeit, wo ganz viel mit früheren Leben, mit Seelenrückholung etc. Zu tun hat, die damit zu tun hat. Oje, seid ihr auch so unkonzentriert im Moment. Die Zeit fordert so ein bisschen Energie ein, auch Konzentration. Es geht auf jeden Fall um frühere Leben und es geht jetzt darum, ganz zu werden, Anteile zurückzuholen und ganz zu werden. Du kannst meditieren über das Thema Ganzheit, du kannst bewusst dich damit beschäftigen und nach oben abgeben, dass du Auflösungsarbeit machst, dass das geschehen mag. Ich habe es schon mal gesagt, es braucht dazu keine teuren Kurse, keine großen Therapeutentermine, obwohl ich ja selber therapeutisch arbeite. Du kannst auch ganz viel da für dich selbst tun. Und dann geht es darum mit dem Strom. Diese Karte ist so schön und ich mag die unheimlich gern. Die ist auch in den letzten Wochen öfter gekommen, weil sie zeigt, dass wir nicht immer nur gegen den Strom schwimmen müssen, um uns selbst zu leben und behaupten zu können. Manchmal ist es auch sinnvoll, einfach fließen zu lassen, Widerstände aufzugeben, dem Leben zu vertrauen. Das ist zurzeit ganz, ganz wichtig. Bist du in einer schwierigen Lebenssituation, musst du Entscheidungen treffen, bist du konfrontiert mit Dingen, die für dich Herausforderungen darstellen, dann versuche mal, den Widerstand aufzugeben, versuch dem Leben zu vertrauen und fließe mit dem Leben, sei gegenwärtig jeden einzelnen Tag und komm in dein Vertrauen, ins Selbstvertrauen und schwimm einfach mal mit dem Strom anstatt gegen den Strom. Dann ist für dich wichtig die Entscheidung. Musst du zurzeit eine Entscheidung treffen oder ich formuliere es mal etwas sanfter, darfst du zurzeit eine Entscheidung treffen? Diese Woche ist eine gute Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und die Weichen zu stellen. Und mit dieser Entscheidung wird auch ein Stück Freiheit zu dir kommen. Du siehst es hier, die Taube, die aus dem Käfig kommt. Da geht es um Frieden, um den inneren Frieden, um Befreiung. Also wenn du in einem Prozess bist, wo es um Entscheidungen geht, ist diese Woche eine gute Zeit, dich dazu mit zu beschäftigen. Aber mal weniger rational, sondern emotional und vom Herzen, von der Seele her. Wir sehen hier den Mond, der dieses weibliche Element verkörpert und eher im Sinne von sich dem Leben hingeben und auf Lösungen vertrauen, auf die richtige Entscheidung vertrauen. Ja, da haben wir es nochmal. Lass das Leben fließen. Auch wenn es im Moment schwierig ist, auch wenn du im Moment vielleicht nicht so ganz weiter weißt oder wenn du das Gefühl hast zu stagnieren oder dein Leben ist langweilig, auch das soll es geben, dann lass es einfach mal fließen. Nimm jeden Tag so, wie er ist, gib die Widerstände auf, fließ mit dem Strom, seh vielleicht auch mal, und das gehört nämlich auch zum Widerstand aufgehen, in dem Dunkeln und in dem
vermeintlich Bösen des anderen, was dir gegenübersteht, auch eigene Anteile. Das soll keine Entschuldigung sein. Also dass dieses alle Anteile in dem Sehen, was uns konfrontiert, ist keine Entschuldigung, dass jemand anderes sich schlecht oder bösartig verhält. Es ist nur die Möglichkeit, selbst etwas über sich dabei zu lernen in dieser schwierigen Lebensphase. Also das darf man nicht verwechseln. Wenn jemand bösartig ist, wir leben ja nun mal hier auf der weltlichen Ebene, dann kann man das nicht esoterisch, ja, wie soll ich sagen, wegspiritualisieren, sondern dann sollte man schon ganz klar sein, Entscheidungen treffen, aber man kann auch für sich daraus etwas lernen. Ja, und flexibel sein. Also das spielt jetzt alles gut zusammen, dieses Fließen lassen, dieses mit dem Strom gehen, den Widerstand aufgeben, dieses flexibel sein und einfach darauf vertrauen, ich werde die richtige Entscheidung treffen. Das Leben wird mich an die richtige Stelle von selbst steuern, von selbst hin schippern, will ich immer sagen, wenn ich diese Flexibilität habe, was ganz viel mit Loslassen zu tun hat. Neulich bin ich gefragt worden, ja, wie kann ich denn loslassen? Ich habe das Gefühl, immer wenn ich loslasse, wird es noch schwieriger. Und der Klientin habe ich empfohlen, das Loslassen loszulassen, dieses Loslassen wollen. Sondern was ich vorhin sagte, jeden Tag einen nach dem anderen, jede Stunde eine nach der anderen zu leben und sich dem Leben hinzugeben, mit dem Strom zu fließen und dieses Fließen des Lebens auch mal einfach wahrzunehmen. Mal sehen, wo es dann hinführt. Es führt dich zu Lösungen, das ist doch wunderbar. Es führt dich zu Lösungen, die auch mit deiner Stärke zu tun haben. Hier der Elefant, der im Käfig sitzt, aber den Schlüssel zum Käfig schon im Rüssel hat. Es führt dich zu dieser Stärke. Du hast den Turm dann bereits erklettert, diesen Turm der Herausforderungen. Du bist bereits da an einem Punkt angekommen, wo jetzt Zeit ist, dich zu befreien. Und wie wir eben gehört haben, das gelingt in dieser Woche am besten über das Loslassen. Aber du hast den Schlüssel dazu bereits bei dir. Du wirst in deine Geborgenheit reinfinden. Du wirst die Geborgenheit, die bestimmte Menschen dir in deinem Leben geben, umso besser genießen können. Du wirst sehr gut Geborgenheit selber geben können. Und du wirst auch, wenn du jetzt gerade zu den Menschen gehörst, die eher eine schwierige Lebensphase haben, die Geborgenheit wieder finden können und den Schutz und die Hilfe, die dir das gibt, auch genießen können. Und du wirst das Drama überwinden können. Genau, denn wir haben hier die Kombination Lösung und Drama. Das heißt, du wirst das Drama überwinden. Du wirst nicht in ein Drama geraten. Da bist du, je nachdem, wer das jetzt gerade sieht, ja schon drin oder hast das Gefühl, drin zu sein, sondern du wirst es überwinden können. Du wirst die Geborgenheit fühlen, die auch das Leben dir bringen kann. Es gibt auch eine Geborgenheit im Leben. Du wirst Lösungen finden. Und ich sage es nochmal, es ist diese Woche so immens wichtig, dem Leben zu vertrauen, sich ihm hinzugeben, mit dem Strom des Lebens zu fließen und sich wirklich flexibel zu machen und darauf zu vertrauen, irgendwann wird alles wieder gut und das Leben hat mit dir etwas vor, wenn es dir Herausforderungen gestellt hat. Dann schauen wir mal die Karte, die Impulskarte, befreie dich vom Drama, die Pallas Athene. Und das bestätigt das Ganze nochmal. Jetzt ist es Zeit, dein Lichtschwert zu zeigen, die lichte Seite, dich von der dunklen Seite des Dramas zu befreien und dann aber auch beides in dir zu integrieren. Denn Licht und Schatten gehören beide zum Leben dazu. Es wäre unsinnig zu glauben, dass wir immer nur im Licht sein können, zumindest solange wir hier auf der weltlichen Ebene sind und auf der Erde der Polarität leben, wird es nicht möglich sein. Da geht es um Integration. Ja, das ist eine ganz schöne Legung, die macht Mut und ich freue mich über ein Like oder einen Kommentar von dir und wünsche dir eine friedvolle und freudvolle Woche.